Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Let's Play. Wir spielen heute New Pokémon Snap. Und ich würde sagen, ich freue mich tierisch, denn ich bin übelster Pokémon Snap Fan. Und dass es jetzt endlich auf der Switch raus ist, ist einfach mega. Deswegen sage ich, wir legen los. Bitte wähle dein Foto aus. Okay, die Mädels streichen wir gleich, weil ich bin eindeutig ein Junge. Und du bist mir zu braun. Du bist mir leider zu blond. Also du... Nee, ich nehme den, weil, hey, ich bin ein Kellerkind. Ich kann nicht braun werden. Das ist eng. Das ist nicht möglich. Bitte gib deinen Spitznamen ein. Ja, klar, Wulfen wie immer. Bist du mit deiner Wahl zufrieden? Ja, würde sagen, ja. So, los geht's. Oh, ist Pikachu nicht Evoli. Landy-Labor für Pokémon und Naturforschung. New Pokémon Snap. Hier drüben. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Landy-Labor für Pokémon und Naturforschung. Mein Name ist Mirror. Ich erforsche hier auf der Floreo-Insel Pokémon und ihre natürlichen Lebensräume. Aber das ist noch nicht alles. Der Professor hat auch vor, alle anderen Inseln der Landil-Region zu erkunden. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Aber, hast du etwa Vince vergessen? Ups, natürlich nicht. Du hast sie auch gelesen, oder? Die Geschichte des Abenteurers Captain Vince? Aber das ist schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Ah, der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während der Schulferien. Aber Professor, ich bin doch nicht zu Besuch hier. Ich bin deine Assistentin. Ach ja, wie konnte ich das vergessen? Du bist mir natürlich eine große Hilfe. Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was dich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aber lasst uns erstmal ins Labor gehen. Da können wir uns besser unterhalten. Okay, mir nach. Ich zeig dir den Weg. Also, wo waren wir noch gleich? Ach ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Landel-Region viele verschiedene Pokémon. Sie zu fotografieren hilft uns, mehr über ihre Lebensweise und ihre Umgebung zu erfahren. Oh, da rechts ist die Tanne, oh wie süß. Und dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos von ihnen schießen. Nachts kann man sogar leuchtende Pokémon begegnen. Die sind wunderschön. Also dann, hier ist deine Forschungskamera. Ich habe die gleiche. Mit ihr können wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Ganz genau. Mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch kommunizieren und Daten analysieren. Sie dient zusätzlich als eine Art Mitgliedsausweis. Also, pass gut auf sie auf. Oh, cool. Alter, ist die dünn. Wow. Okay, wie kommt der denn da raus? Na gut. Na, was sagst du dazu? Der Wahnsinn, oder? Der Professor hat sie selbst entwickelt. Professor, darf ich ihm erklären, wie sie funktioniert? In Ordnung. Dann überlasse ich das meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorbereitungen treffen. Okay, dann lass uns gleich nach draußen gehen. Klar, warum denn nicht? Die Erklärungen der Einführung beruhen auf der Standard-Knopfbelegung. Mal sehen. Ah, perfektes Timing. Versuch mal, dieses Pokémon zu fotografieren. Mit A kannst du ein Foto machen.
Ja, gut so. Und jetzt beweg mal die Kamera, bevor du das nächste Foto machst. Siehst du die runde Markierung in der Mitte? Das ist der Zeiger. Mit H kannst du den Zeiger bewegen. Die Kamera folgt der Bewegung des Zeigers. Versuch es doch mal. Ui. Wow. Ah. Du kannst die Kamera nach oben und unten bewegen und dich um die eigene Achse drehen. Dank dem Gyrosensor kannst du dafür auch die Bewegungssteuerung nutzen. Oh, sieh mal, da kommt ein Pikachu. Versuch mal ein Foto von diesem Pikachu zu machen. Richte zuerst den Zeiger auf das Pikachu. Aha, Moment. Hast du die viereckige Markierung gesehen, die um Pikachu herum erschienen ist? Ja, sehe ich. Sie zeigt an, was das Hauptmotiv des Fotos ist. Das solltest du dir gut merken. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Fotobewertung des Professors. Dann versuch mal, ein Foto zu schießen. Genau so, gut gemacht. Aber weil Pikachu so weit weg ist, sieht es sehr klein aus, nicht wahr? In solchen Momenten kannst du die Zoom-Funktion nutzen. Halte ZL gedrückt, um den Zoom zu nutzen. Er bleibt aktiviert, bis du die Taste loslässt. Und jetzt schieß mal ein Foto, auf dem Pikachu schön groß drauf ist. Klar. Ja. Ja, aber man kann den Zoom nicht so staffelweise, sondern es gibt immer nur kein Zoom, Maximum Zoom. Ja, das hast du mir gerade erklärt, Mittele. Okay. Ja, genau. Toll, hast du gesehen, wie viel größer es aussah? Tschüss, Pikachu. Der ganze Körper deines Motivs sollte groß in der Mitte des Rahmens zu sehen sein. Sieht aus, als hättest du schon den Dreh raus, was deine Kamera angeht. Das machst du toll. Ach ja, in den Optionen kannst du die Kamera- und Gyrosensorsteuerung anpassen. Diese Einstellung kannst du auch während einer Erkundung im Pause-Menü vornehmen. Professor, ich bin fertig mit der Erklärung. Na, hast du dich mit der Forschungskamera vertraut gemacht? Ich werde gleich mal die Fotos bewerten, die du geschossen hast. Zunächst musst du dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Ich bewerte sie dann mit einem speziellen System, das ich entwickelt habe. Zeig mir einfach die Fotos, die dir am besten gefallen. Okay. Wähle den Pikachu-Ordner aus. Aha. Okay, und dann einfach da drücken, denke ich mal, ja. Mit H oder H oder dem Zeiger kannst du ein Foto auswählen. Hast du ein Foto ausgesucht, das du mir zeigen willst, drücke A. Ah, okay. Ja, wer nimmt denn das Foto? Kann sich hier nicht. Also das ist ja cool, wie er da gerade mit dem Schwanz wedelt. Wähle als nächster den Vivillon-Ordner aus. Ja, sehen wir mit der eine. Da habe ich nur das eine geschossen, das ist mies geworden, aber hey, das war das erste. Drücke H oder wähle Foto zeigen aus, um mit der Fotobewertung zu beginnen. Oh, jetzt geht er ins Check. Dann werfen wir mal einen Blick auf das erste Foto. Pikachu. Das ist ein Pikachu, das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Das erste, was ich bei einer Bewertung mache, ist dem Foto eine Anzahl an Sternen zuzuweisen. Diese Unterscheidung habe ich mir ausgedacht, um das Verhalten der Pokémon besser verstehen und einordnen zu können. Je ungewöhnlicher das Verhalten des Pokémon ist, desto mehr Sterne bekommt das Foto. Ist ganz einfach, oder? Aber bedenk dabei, dass die Anzahl der Sterne keinen Einfluss auf die Punktezahl hat. Diese hängt von anderen Kategorien ab. Bei der Bewertung einer Kategorie nutze ich Daten, die von der Kamera vor und nach der Aufnahme aufgezeichnet wurden. Okay, dann fangen wir mal an. Zuerst sehe ich mir die Pose an. Hier geht es darum, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Je besser dein Timing ist, desto höher die Punktzahl. Schauen wir uns jetzt die nächste Kategorie an.
Bei Größe wird, wie der Name schon sagt, die Größe des Pokémons auf dem Foto bewertet. Bei Blickrichtung kommt es darauf an, wohin das Pokémon schaut. Versuche es möglichst von vorn zu fotografieren. Positionierung bewertet die Bildkomposition. Achte immer darauf, dass das Pokémon in der Mitte des Fotos ist. Oh, ist in der Mitte? Du bekommst natürlich, du bekommst zusätzlich Punkte, wenn auf dem Foto noch weitere Pokémon zu sehen sind. Naja, das ist nur Pikachu drauf. Ich weiß, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Fürs Erste sollte es reichen, wenn du dir einfach nur das Folgende merkst. Betätige den Auslöser, wenn das Pokémon schön groß und mittig zu sehen ist. Okay, wenn man das alles berücksichtigt, sieht deine Bewertung folgendermaßen aus. Toll, kaum zu glauben, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Und trotzdem nur einen Stern kassiert. Auf diesem Foto sieht man einen Vivillon. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Es fliegt gerade, nicht schlecht, das Foto kann sich sehen lassen. Denk immer daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Ja, ich wusste noch nichts von Zoom. Bronze, ein Stern, ja. Ja, okay. Keine Glanzleistung, aber ist okay. Was sagst du dazu? Mach viele Fotos und lass sie bewerten, um so deinen ganz eigenen Pokémon-Fototext zu erstellen. Das ist das große Ziel. So, genug geredet. Das Abenteuer ruft. Aha. So, jetzt ist alles fertig. Dieses Gefährt wird dich auf deine Erkundung sicher transportieren, damit du in Ruhe Fotos schießen kannst. Okay, ein Space Shuttle Mini. Darf ich präsentieren, das ist das Neo One. Mit ihm kommt man im 0, nichts auch an weit entfernte Orte. Das ist der Wahnsinn. Ich habe es dank der Hilfe eines Freundes vor kurzem endlich fertigstellen können. Weißt du, in Landil gibt es nämlich einige Stellen mit sehr hohem Energievorkommen. Professor, das kannst du doch später noch alles erklären. Na schön, dann steig jetzt ins Neo One und berühre die Schallfläche vorne mit deiner Kamera, um loszulegen. Alles klar, rein da. Wuhu! Wo ist der Steuerungsknüppel? Viel Glück beim Fotografieren. Genieß deine erste Erkundung. Ich glaube, ich bin geschrumpft. Captain Vince, dieser Abenteurer hat vor etwa 100 Jahren die Insel der Lendel-Region bereist. Eine Begegnung mit einem Lumina-Pokémon. Zu langsam gelesen. Aha, okay. Das ist der Eingang zum Florian Naturpark, Dodri. Das Neo One folgt automatisch einer festgelegten Strecke. So kannst du dich auf die Umgebung konzentrieren und was auch immer. Jetzt habe ich mich nicht mehr auf ihn konzentriert. Das ist auch okay. Oh, hi. Ja, komm, dreh dich doch um. Komm. Einer von euch beiden, kommt schon. Juhu! Ah, machen wir mal ein Toti-Foto. Ja, genau so. Ja. Ah, schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Die Pizza. Das sind ein paar Bären. Ich könnte mich mal wieder dazuschalten, ne? Jo! Wampol, hallo!
Wirklich zwei? Nee. Die sind da an mir vorbeigehuscht. Egal. Ah, 69 Fotos darf ich schießen. Steht da rechts oben wohl. So. Ah, damit geht's schneller. Okay. Was bist denn du für ein schnelles Viechchen? Ah, ein Panzer-Aeron. Ja, warte. Ah, doch kein Panzer-Aeron. Sorry. Ein Schwalbini. Oh, hallo. Sorry, ich wollte euch nicht verscheuchen. Der Kappator hat auch seinen Spaß hier. Bitchu. Ah, hallo Petita. Blödes Gras im Weg. Moment. Jetzt aber. Das ist immer noch schöner hier. Das war leider nichts. Und jetzt der nächste Versuch. Ah, das geht natürlich. So. Ja. Carpator muss fotografiert werden. Und so schön plätschert. Baumball. Das war Bini. Das ist doch ein großes Foto. Das ist aber ein großes. Ja, du schaust mich nicht an, das ist ungut. Aber hier hinten vielleicht noch? Nichts. Ja, schön macht ihr das. Das ist sogar ein seltenes, oder? Zumindest so wie es darstellt, glaube ich, sieht man das nicht so leicht. Mal schauen, ob ich das noch schöner hinkriege. Nein, wohl nicht. Dieses Symbol markiert die Stelle, an der du ins Basiscamp zurückteleportiert wirst. Vereinfacht gesagt ist das Ende der Strafe. Wenn du zurück bist, schaue ich mir die Fotos an, die du geschossen hast. War noch nicht optimal, aber hey, für den ersten Mal finde ich es okay. Willkommen zurück. Hattest du Spaß bei der Erkundung des Floreo Naturparks? Dann wähle mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll. Genau wie du es beim letzten Mal getan hast. Und denk daran, nur ein Foto pro Pokémon. Yes. Also, Carpador habe ich eh nur eins geschlossen, also das auf alle Fälle. Todri, da habe ich ein paar mehr. Nee, das passt leider überhaupt nicht. Aber das kommt gar nicht so schlecht. Das Pokémon links ist halt zwar schlecht, dass man das Vivion nicht sieht, aber man sieht das Todri recht cool, das Pichu. Also, was will ich denn mehr? Ein Baumball. Ja, das ist halt auch nicht perfekt. Das würde ich gar nicht einreichen. Ich würde sagen, das da. Also da ganz klar das. Pichu, das würde ich wieder nicht einreichen. Nee, so oder? Das da würde ich sagen. Ja, immer das. So, was haben wir da? Ja, das war echt cool. Und das fand ich auch nicht schlecht. Ah, gleich. Du hast nicht in allen Orten ein Foto ausgewählt. Möchtest du trotzdem fortfahren? Ja, die anderen sind alle schlecht. Okay. Okay, werfen wir mal einen Blick auf die neuen Fotos. Das ist ein Dodri. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Es macht einen ruhigen und entspannten Eindruck auf mich. Gut gemacht, weiter so.
Denk immer daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Oh, ich finde das nicht so schlecht. Okay, hab auch ein 1-Sterne Gold kassiert. Als nächstes hätten wir ein Swaroness. Das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Aha. Es fliegt gerade, nicht schlecht. Das Foto kann sich sehen lassen. Für die Kategorie Blickrichtung ist es wichtig, den Auslöser genau in dem Moment zu drücken, wenn das Pokémon in die Kamera schaut. Ja, das war so schnell, da musste ich schneller drücken. Oh, das finde ich echt gut. Auf diesem Foto sieht man ein Schwalbini. Dir ist zum ersten Mal eine Aufnahme von ihm gelungen. Dieses Verhalten sieht man oft. Nicht schlecht, das Foto kann sich sehen lassen. War es nur ein Bronzefoto? Buh. Die Positionierung des Pokémon ist sehr gut. Das Motiv ist schön zentriert, wodurch das Foto ausgeglichen wirkt. Also ich hätte mir mehr gegeben, aber gut. Als nächstes hätten wir ein Bidiza. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Anscheinend baut es gerade einen Damm. Wundervoll, da hast du den perfekten Moment abgepasst. Sehr schön, dass es in die Kamera schaut. Man kann viel an dem Gesichtsausdruck eines Pokémon ablesen. Oh, fand das auch recht cool. Allein schon mit dem Schwaboness. Ihr wisst, was ich meine. Das Carpador, was rumplatscht. Auf diesem Foto sieht man einen Carpador. Das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Das ist ja mal interessant. Gut gemacht. Weiter so. Die Positionierung des Pokémon ist sehr gut. Das Motiv ist schön zentriert, wodurch das Foto ausgeglichen wirkt. Kriegt trotzdem nur einen Stern. Auf diesem Foto sieht man ein Kurelei. Das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Dieses Verhalten ist nicht ungewöhnlich. Nicht schlecht, das Foto kann sich sehen lassen. Denk immer daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Ist es doch. Ich finde es perfekt. Okay, dass man da rechts noch ein Pokémon sieht, das ist sehr doof, aber finde ich gut. Als nächstes hätten wir ein Florges. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Dieses Verhalten sieht man oft. Wundervoll. Da hast du den perfekten Moment abgepasst. Oh, das gibt gute Punktzahl. Versuch mal eine Nahaufnahme vom Gesicht des Pokémon zu machen. Das sieht bestimmt toll aus. Alter, ich hab gezogen wie ein Weltmeister. Noch mehr Zoomen ging nicht. Na, wie ist es gelaufen? Lass mich dir zum Schluss noch erklären, was es mit dem Forschungslevel auf sich hat. Er zeigt dir den Fortschritt deiner Erkundungen auf jeder Strecke an. Zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon neue Verhaltensweise an den Tag legen. Du kannst deine Forschungslevel erhöhen, indem du all die verschiedenen Situationen fotografisch festhältst. Damit ist gemeint, dass du von jedem Pokémon ein Foto mit jeweils 1 Stern bis 4 Sterne machst. Oder einfach ausgedrückt, fülle deinen Fototext. Das ist eigentlich das Einzige, was du dir merken musst. Genieße deine Zeit mit dem Pokémon und schieße dabei jede Menge Fotos. Du hast bei der Erkundung dieser neuen Strecke tolle Arbeit geleistet. Häng dich auch beim nächsten Mal so rein. Na, was krieg ich? Du hast einen Forschungstitel erhalten. Fotografie-Schnupperkurs. Du hast zum ersten Mal den Florio Naturpark erkundet. Du hast einen Forschungstitel erhalten. Genau in der Mitte. Du hast bei der Fotobewertung mindestens 1000 Punkte in der Kategorie Positionierung erhalten. Neustartmenü. Im Album speichern zum Basiscamp. Ah ja.
Nach jeder Erkundung kannst du Fotos in deinem Album speichern, welches du im Labor unter deine Ecke findest. Mit Foto Plus kannst du an den Fotos Änderungen vornehmen und sie nochmal neu aufnehmen. Probier es mal aus. Aha. Ah, okay. Wenn ich das jetzt wieder abbrechen will. Okay. Das heißt, das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Das sowieso. Das war auch gut. Das. Die anderen hatten alle eher eine schlechte Bewertung. Also. Zum Basiscamp. Ich lese jetzt nicht vor, weil sobald ich irgendwo bei der Mitte bin, ist es eh weg. Ihr könnt ja pausieren und dann lesen. Damit solltest du erst einmal alles Nötige wissen. Professor, können wir heute auch zu einer nächtlichen Erkundung aufbrechen? Noch nicht. Lass Wulfen sich erst noch ein bisschen eingewöhnen. Du kannst übrigens jederzeit im Labor vorbeischauen und einen Blick in deinen Fototext werfen. Alles weitere erkläre ich dir, wenn du dort mal vorbeischaust. Also dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Fotografieren. Dankeschön. So, Zeit zum Fotografieren. Brich zu einer Erkundung auf und fotografiere Pokémon. Dann machen wir noch eine Erkundung, oder? Klar. Na gut. Na, erst nicht na gut. Na, gehst du wieder fotografieren? Bevor du aufbrichst, möchte ich dir noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Die Scan-Funktion. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. So erhältst du Informationen zu Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in deiner Nähe. Ich habe zwar schon einmal gefragt, aber was ist mit ungewöhnlichen Dingen gemeint? Nun, einfach gesagt handelt es sich dabei um Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein können. Das erklärt irgendwie gar nichts. Man muss es einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du Wulfen wieder die einzelnen Schritte erklären? Wird erledigt. Dann zeig mal deine Kamera. Die Erklärungen der Einführung beruhen auf der Standard-Knopfbelegung, ja wie immer. Die Scan-Funktion zu benutzen ist ein Kinderspiel. Drück einfach nur X. Aha. Versuch's mal. Hast du gesehen, dass der Name des Pokémon angezeigt wurde? Und hast du das Symbol bemerkt? Das bedeutet, dass du dir etwas näher ansehen kannst. Bewege dafür zuerst den Zeiger auf das Fragezeichen-Symbol. Hat seine Form. Der Zeiger hat seine Form verändert, nicht wahr? Ja. Wenn das passiert, musst du X gedrückt halten, um eine Analyse durchzuführen. Los, probier es mal. Aha. Genau so, jetzt siehst du das Ergebnis der Analyse. Ergebnis: ein Near One. Da fällt mir ein, den Namen Neo One soll sich ein Freund des Professors ausgedacht haben. Das war einfach, oder? Taucht unter dem Bildschirm dieses Symbol auf, gibt es in der Nähe etwas zu untersuchen. Aha. Wenn du es siehst, nutze die Scan-Funktion und untersuche deine Umgebung. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Eine coole Sache solltest du noch über die Scan-Funktion wissen. Manche Pokémon reagieren auf das Geräusch und das elektrische Signal beim Scannen. Wenn sie neugierig zu dir schauen, ist das die Gelegenheit für ein Foto. Der Professor sagt, das war sogar nicht beabsichtigt. Toller Nebeneffekt, was? Also gut, das sollte es fürs Erste gewesen sein. Klar. Ich glaube, ich habe es perfekt erklärt, Professor. Danke, Rita.
Durch die Scan-Funktion kannst du alles Mögliche in Erfahrung bringen, also setz sie so oft ein. Okay, Erkundung. Ich wollte doch mal was erkunden. Mach erstmal tagsüber im Naturpark ganz viele Fotos von Pokémon. Okay, ich habe keine Wahl, ich muss da rein. Ist okay. Nach einer Erkundung kannst du dir aussuchen, welches Foto du in deinem Album speichern willst. Mit Foto Plus kannst du sie sogar nochmal neu aufnehmen. Aha, okay, mein Bildchen muss ich dann wahrscheinlich... mal schauen. Diese Strecke ist als Schnupperkurs gedacht. Sie führt an einem großen See entlang und durch eine Blumenwiese, was sie ideal zum Beobachten von Pokémon macht. Okay, ja. Fahren wir noch einmal ab, würde ich sagen. Jetzt wissen wir ja, dass wir scannen können. Mal schauen, vielleicht kriege ich was Besseres zusammen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Alles ist möglich, aber nichts ist nichts. So. Viel Spaß. Da hat's gepennt. Erwischt. Sorry, Nase beißt wie immer. Die kannst du ein bisschen erschrecken, schau. So, was haben wir da noch Schönes? Von dem habe ich noch gar keinen Foto geschossen. Wieso fein? Die Richtung, in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Die wurden nicht über ein Feuer gebraten. Weißt du, welches Pokémon das war? Nö, kein Schema. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feuer-Pokémon. Versuch mal, die Scan-Funktion einzusetzen. Eieiei. Fotografier mal einfach. Ah, da flattern sie davon. Moment, kommen wir wieder hierher, oder? Ja, aber kommen wir zu nah ran. Das Carpador kann auch springen. Ja, macht nicht. Okay, es gibt Pizza, geht schwimmen. Kannst du mal drüber? Moment, Carpador, wo bist du? Gut, wenn man die Scan-Funktion benutzt, dann haut das Pizza ab. Also wenn wir dann hier wären und das nutzen würden, wäre es wahrscheinlich ein cooles Buch. Ich glaube, hier in der Nähe ist irgendetwas. Alter, Moment. Wo denn? Da. Uthut schläft immer auf einem Bein stehen und gewöhnlich. Okay, da kann ich nächstes Mal rein fotografieren. Da steht's auf einer, da steht's auf zwei Füßen. Perfekt.
Hey, bleib hier. Ernsthaft? Spiel hat sich aufgehängt. Nein! Ah, jetzt geht's wieder. Das hat Spaß gemacht. Diesmal bin ich eher weniger zufrieden. Aber ich kann auch nicht immer zufrieden sein, ne? Na, bist du mit der Strecke jetzt schon gut vertraut? Dann wähle gleich mal die Fotos aus, die du mir zeigen willst. Na, das sind nicht viele. Vielleicht zwei oder drei. Das Dodo finde ich cool. Das Chimpep finde ich cool. Das eher weniger. Das finde ich auch nicht so gut. Nee. Das Hutu ist leider auch echt. Nee. Das finde ich cool. Das Schwalbini da, weil es auf der Ding sitzt, finde ich auch richtig nice. Das ist kein Ding. Blume, unnötig. So. Ja. Nicht so toll gelaufen, aber hey, das erste Mal. Dann wollen wir mal sehen, was du diesmal für mich hast. Das ist ein Dodri. Das ist dein erstes 2-Sterne-Foto von ihm. Das ist ja mal interessant. Sehr schön. Es ist nicht leicht, so ein Foto zu machen. Die Blickrichtung ist ein bisschen unglücklich. Versuche es zu fotografieren, wenn es Richtung Kamera schaut. Das hat geschlafen, Alter. Das hat gepennt. In diesem Foto sieht man ein Chimpap. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Es scheint in Eile zu sein. Nicht schlecht, das Foto kann sich sehen lassen. Um das Pokémon von vorne zu erwischen, solltest du versuchen, es von verschiedenen Stellen aus zu fotografieren. Also meines Erachtens war das eine super Position. In diesem Foto sieht man ein Wumpel. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Gleich 2 Sterne. Cool. Es scheint sich für irgendetwas zu interessieren. Gut gemacht. Weiter so. Klar, ich habe einen Scanner genutzt. Eine sehr gute Punktzahl für die Positionierung. Das Pokémon ist schön mittig. Ah, ich bin zufrieden. Als nächstes hätten wir ein Schwalbini. Dieses Foto zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Es macht einen ruhigen und entspannten Eindruck auf mich. Gut gemacht, weiter so. Sorge dafür, dass das Gesicht von der Körper des Pokémon auf dem Foto zentral erscheint. Ja, das ging da nicht. Da wollte er im Endeffekt das Ding oben haben. Möchtest du das Foto im Fotodex behalten oder soll es mit dem ersetzt werden, das du gerade geschossen hast? Ein tolles Foto. Ah ja, ist okay. Punkte für diese Erkundung. Ah, kriegen wir Level 2 zusammen? Ach, noch nicht. Das lief ziemlich gut, aber es gibt noch viel zu entdecken. Na, jetzt könnt ihr nochmal Strecke neu starten und so. Ah, okay. Schauen, ob er noch was zu sagen hat. Okay, auf in den Naturpark, um Fotos zu machen. Ja, nächstes Mal. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.